wo ich kurz überleiten möchte zu der Frage, ob ihr einen schlechteren Moderator als Elton kennt. Ich mag Elton als Mensch sehr gerne, aber ich finde, er hat fachlich gar nichts drauf. Du magst ihn nicht, weil er genauso ist wie du, dick und lustig. Er ist aber unlustig. Und Papa Platte war doch eigentlich relativ easy, nur sein Kumpel Dominik sagt eindeutig, Elton ist der schlechteste Moderator Deutschlands. Der ist zwar nett, genauso wie Frank Elzer das sagte. Ach Kisi, ich weiß ja, dass ich nicht der beste Moderator bin. Auch mal ganz kurz, ich hab's dir noch nicht gesagt, aber Papa Platte, Rätsmann. Eigentlich, ich mag die beiden ja eigentlich sehr, sehr gerne, aber man kann nicht. Ich würde gerne mal, weißt du, bei dem, was die gesagt haben, ich will mal die beiden sehen, wie sie durch eine Samstagabendshow durchkommen. Bei dem, was du machst. Das hat mir, ich kenne dich ja schon lange. Und deswegen, das fand ich echt gemein. Wann waren wir das erste Mal unterwegs, Elton? Und du bist auf gar keinen Fall ein schlechter Moderator. Ich weiß, dass du selbst auch denkst, du bist kein richtiger Moderator. Wer ist ein Moderator in Deutschland? Weißt du, ein richtiger Moderator ist wie so ein Ansager. Das ist ja keiner. Auch Stefan war kein Ansager. Stefan, du sagst selber, der ist kein Moderator. Du bist ein Entertainer. Du bist jemand, den das Volk liebt. Du bist jemand von uns, den wir gerne sehen im Fernsehen, bei dem man, wenn man ihn sieht, denkt, ach, unser Elton. Das ist das Ding. Deswegen, du musst dir nichts sagen lassen, ne? Brauchst du nicht. Ich glaube, den beiden tut es auch selber leid, aber du musst dir nichts sagen lassen. Die Leute lieben dich alle. Die Leute lieben dich doch alle.